Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 17.10.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code sofort gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Itemshop rein und da haben wir, oh mein Gott, der Kürbiskämpfer ist wieder da. Oh mein Gott, der war schon lange nicht mehr im Shop. Der Fingerwedler, oh nein. Jonglieren. Alles OG-Teile. Knapp ein Jahr her. Fangen wir mal auf der rechten Seite an mit dem Fingerwedler. Nicht heute, Kumpel, hat sich der Herr sofort damals geholt für 200 V-Bucks. Ja, kriegt von mir natürlich klassische 10 von 10. Das ist ein ganz, ganz cooler Emote. Schauen wir mal hier rein. Was hat denn das Ding hier? Ein Voting von 4 von 5 bei 6 Votes. Ja. Fünfmal im Shop gewesen. 19 Reminders. Das letzte Mal im Shop. Jetzt haltet euch fest. Vor 314 Tagen am 7. Dezember 2018. Also das ist schon ziemlich lange her, würde ich mal sagen. Jo, dann geht's weiter. Dann kommen wir jetzt zu dem Banner-Schild. Na, der Herr sofort hat den Battle-Bus momentan hinten drauf. Jo, ich finde das Teil richtig cool. Kann man schöne Sachen mit anstellen. Das Ding kriegt von mir auf jeden Fall 9 von 10 und hat hier ein Voting von 5 von 5 bei 26 Votes am 16. August 2019. Das erste Mal im Shop gewesen. Zweimal. 73 Reminders. Jo. Also jetzt das zweite Mal drin, ne? Da haben wir den Guaco. Da diesen Taco-Skin. Für 1200 V-Bucks. Da würde er sofort gerne reinbeißen, aber die Augen, die spuckt er dann wieder aus. So. Das Teil hier. Ich glaube, da habe ich sogar ein Gameplay. Müsste jetzt dann oben in der rechten Ecke verlinkt sein. Oh, der Ding kriegt von mir 6 von 10. Man hat hier ein Voting von 3,21 von 5 bei 14 Votes am 11. September 2019. Das erste Mal drin gewesen. Dreimal. Jo. Das ist jetzt mal vor 35 Tagen. So, dann kommen wir zum Adler. Flieg, Baby, flieg. Glaub an dich und du kannst fliegen. Jawohl, Lappenbau. Igel. Jo, der Teil kriegt von mir 8 von 10. Er sofort hat sich's geholt. Hier haben wir ein Voting von 3,48 von 5 bei 33 Votes am 30. Juni 2018. Das erste Mal drin gewesen. 12 Mal, 29 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 68 Tagen am 10. August. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Skin, Quatsch, zu dem nächsten Emote, der schon ewig nicht mehr im Shop gewesen ist. Jonglieren, absolute Konzentration für 500 V-Bucks das Teil. Ja, eigentlich denkt man, dass da noch irgendwas funktioniert oder irgendwas noch passiert oder nicht mehr funktioniert oder wie oder was. Ihm irgendwie ein Ball in die Nase fällt und das ist aber keine Ahnung. Passiert aber irgendwie nichts. Ja. Und das kann man halt jetzt so stundenlang so weitermachen und deswegen kriegt das Ding halt von mir 6 von 10. Der Juggler, und er hat hier ein Voting, oder Juggling, hat hier ein Voting von 3,88 von 5 bei, was ist das, 8 Votes oder 3 Votes? Am 31. Oktober 2018 ist das erstmal drin gewesen. Dreimal, seitdem 10 Reminders, das letzte Mal im Shop. Und jetzt haltet euch fest. Vor 315 Tagen, am 6. Dezember 2018. Auch knapp ein ganzes Jahr her. Sensationell. Dann kommen wir zu dem Knight Rider. Der wurde geupdatet für 1500 V-Bucks. Und so wie ich das sehe, ist das eben einfach hier hinten Teil des Drehzahlsets. Es ist hier hinten dieser Rucksack mit dem Reifen. Und da hinten dieser Helm mit den Herzchen. Als Augen, der Teil ist auf jeden Fall, der Knight Rider ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Und das Ding kriegt von mir 8 von 10. Und das ist der Burnout und er hat 4 von 5 bei 56 Votes. Am 9. März 2018 ist erstmal drin gewesen, 17 mal 5 Stream Miners. Letztes Mal schon vor 85 Tagen, am 24. Juli
2019. Dann kommen wir hier zu diesen ganzen coolen Banner-Skins. Der Musteraufmischer, da mal diese ganzen Umhänge, Wappenhacke, Banner-Gleiter. Ja, dazu habe ich ein separates Video gemacht. Müssen wir mal gucken, glaube ich, oben auch in der Ecke verlinkt. Wir schauen einfach mal, wie sich die Noten aktuell entwickelt haben. So, die Noten sehen folgendermaßen aus. Wir haben das Emblematic. 3,75 von 5 bei 12 Votes. Das erste Mal im Shop am 18. Juli 2019. 7 mal 11 Reminders. So, dann haben wir den Symbol Stalwart. Ziemlich schlecht mit 2,67 von 5 bewertet bei 6 Votes. Den Signature Spider 3,15 von 5 bei 13 Votes. Das Banner Cape 4,17 von 5 bei 30 Votes. Sergeant Sigil 3,44 von 5 bei 9 Votes. Marked Marauder 4,12 von 5 bei 25 Votes. Leutnant Logo 4 von 5 bei 11 Votes. Ja, und dann habe ich hier irgendwie, glaube ich, weiß ich nicht, was ich da gerade gemacht habe, irgendwie. Naja, 4,24 von 5 bei 29 Votes. Warum lädt er das wieder neu? Branded Brawler 4,18 von 5 bei 11 Votes. Dann haben wir den Banner Trooper 4,41 von 5 bei 32 Votes. Und dann haben wir noch diesen Custom Cruiser 4,29 von 5 bei 14 Votes. Dann sind wir hier mit auch schon durch mit dem Teil, mit dem ganzen Set. Dann kommen wir jetzt zu dem Mondaufgang für 12 V-Bucks. Erinnert mich immer so ein bisschen an Batman, das Teil hier. Die Bat-Pickel. Hätte jetzt ganz gut gepasst zu dem Batman-Item, ne? Also zum Batman-Skin. Cool. So, Mondaufgang für 1200 V-Bucks kriegt auf jeden Fall von mir 9 von 10. Das ist eine Moonrise und eine 3,54 von 5 bei 24. Oh, habe ich ja sogar noch drin. Sorry. 3,54 von 5 bei 24 Votes am 19. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen. 10 mal 23 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 42 Tagen am 5. September. So sieht der Teil aus hier. Der Mondaufgang. Jo, dann haben wir hier den Sanctum. Der sieht richtig, richtig cool aus. Kriegt von mir auf jeden Fall 10 von 10. Das Teil finde ich richtig nice. Der mich so ein klein wenig an den kleinen Vampir. Warum auch immer. So, Sanctum. 3,6 von 5. Bei 68 Boots am 19. Oktober 2018. Das erste Mal drin gewesen. 10 mal 76 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 42 Tagen am 5. September 2019. So, und jetzt kommen wir zu dem Highlight des heutigen Shops. Der Kürbiskämpfer. Das ist ein richtig cooler Skin, das Teil ist geil. Da unten hat er die Picke im Schuh, im Stiefel. Da der Kürbis ist auch schon tot. Sieht richtig, richtig crazy aus, das Teil für 800 V-Bucks. Selbsternannter Großwächter des Kürbisfells. Jo, der kriegt von mir ganz klar 9 von 10. Und der Patch Patroller hat hier ein Voting von 3,25 von 5 bei 12 Votes. Das erste Mal im Shop am 29. Oktober 2018. Viermal seitdem. 18 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 350 Tagen. Das ist wirklich fast ein ganzes Jahr. Am 1. November 2018. Damit ist der nächste alte Skin oder sehr seltene Skin auch schon wieder erledigt. Also momentan hauen sie ganz schön viele alte Dinge raus. Mein lieber Scholli, ey, das tut aber auch dem einen oder anderen von euch ganz schön weh. Da bin ich mir ziemlich sicher. Also wer den jetzt hat, der ärgert sich jetzt wirklich grün und blau. So, ja, da kommen wir dazu. Der Item Shop muss ja jetzt von mir noch bewertet werden. So. Und da haben wir momentan, jetzt müssen wir mal gucken, also viele alte Items. Da hier auf der linken Seite echt ganz cool. Auf der rechten Seite, also ich sag mal, ich gebe dem Ding mal eine mittlere Bewertung.
und sage, ja, it's meh. Also, ja, mein Voting, also Love It, 822 Votes, bei It's Meh 576 Votes und bei Hate It 1807. Also ganz, ganz viele Leute, die diesen Shop nicht mögen. Das sind sogar mehr als die anderen beiden zusammen. Also, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt doch mal was in die Kommentare. Wie findet ihr den heutigen Shop? Habt ihr den Kürbiskämpfer? Seid ihr jetzt auch total ange... So. Jo, benutzt unseren Creator-Code bitte, um uns zu supporten. Sofort U gleich TTV. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da und schaut uns nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit mir, dem gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.